Wir bekommen wohl doch das Intro über den König der Magier ab jetzt in jeder Folge. Was für einen Langzeit-Anime nicht so schlimm ist, denn immerhin scheinen sie ja die Animationen etwas zu ändern. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover Episode 4. Die Episode hat sich, finde ich, schon ein wenig hingezogen gefühlt. Jetzt nicht so sehr wie die letzte Folge, wo wirklich Wiederholungen nach Wiederholungen einfach offensichtlich waren. Und ich finde es auch hier bei einer Prüfung absolut in Ordnung, wenn es etwas in die Länge gezogen wird, wobei es dann gegen Ende schon relativ schnell ging. Nur der Aufbau dorthin war halt etwas langsam und ich hoffe halt auch, dass der Anime das einfach ebenfalls tun wird, dass der Anfang vom Anime vielleicht etwas langsamer sein wird, aber dann später so richtig. Das ist meine persönliche Hoffnung für diese Serie. Asta und Yuno sind endlich, wie wir schon am Ende der letzten Folge gesehen haben, in der Hauptstadt angekommen und finden dort einige interessante Sachen, die aber auch ziemlich teuer sind. Und Asta entfernt sich dann Schlangen, die eine Frau aus Sargasse gefischt hat, zu essen, weil die ganz billig waren. Und mein erster Gedanke war, ob sich das nicht auf die Prüfung negativ auswirken wird, weil was ist, wenn er zum Beispiel plötzlich während der Prüfung Magenschmerzen bekommt und nicht mehr weitermachen kann. Das wäre schon irgendwie echt traurig, wenn er deswegen dann ausscheiden würde. Wobei, wenn es Heilungsmagie gibt, wie wir das ja kurz vor dem Kampf erfahren, gibt es das ja. Somit sollte das mit Heilungsmagie kein Problem sein. Und wir bekommen dann auch einen kurzen Cut ins Dorf Hage, wo Nash etwas relativ Interessantes sagt. Nämlich er ist froh, dass Asta weg ist, weil das dann nicht so eine Last für seine Ohren ist. Und ich frage mich da, ob das wirklich eine Anspielung sein soll auf die Stimme von Asta. Denn ich persönlich habe nichts gegen die Stimme von Asta. Ich habe das mit der Synchronstimme erst am Ende der ersten Folge erfahren. Und der Grund, warum ich es nicht so schlimm fand, war, weil ich erstens den Manga nicht kenne. Ich eigentlich immer dachte, dass die Stimme einfach Teil von seinem Charakter ist, von dem, was ihn ausmacht. Somit hat es mich nie wirklich gestört und stört mich jetzt auch nicht. Was hört ihr von Astas Stimme? Ist das ein Grund für euch, den Anime zu droppen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr mir gerne noch einen Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Als wir dann anschließend wieder sehen, was ich in der Hauptstadt von Clover abspielt, sehen wir, wie die beiden Asta und Yuno zu ihrer wichtigen Prüfung einmarschieren. Und da wäre es ein lustiger Moment, wo Asta sich so extrem aufführt und Yuno nur ich kenne ihn nicht. Das war wirklich ein lustiger Moment, den ich mir dann einfach nochmal ein zweites und ein drittes Mal anschauen musste. Auf jeden Fall kommen wir dann eben, als die beiden drin sind, zu einem Punkt, wo man die Leute registriert, aus welchem Dorf sie kommen und welches Grimoire sie haben. Und ich habe einfach nicht gedacht, dass derjenige, der das abliest, noch mehr Daten ausliest. Aber anscheinend scheint er doch nur einfach nur das Grimoire zu registrieren, die Person zu registrieren. Er sieht zwar das Grimoire, wie er eben auch bei Yuno gesehen hat, das hat 4 Kleeblätter, aber sonst nicht mehr. Denn Asta hat ihm ja auch sein Grimoire vorgelegt und er hat sich wirklich gewundert, ob das denn wirklich alles ist. Was mich eben darauf schließen lässt, dass es einfach nur eine reine Registrierung ist und der gar nicht mehr wissen kann. Fand ich persönlich ein wenig schade. Was noch relativ lustig war, waren diese Antivögel, nämlich die funktionieren so, je weniger Magie du besitzt, desto mehr kreisen um dich herum. Und Yuno ist unter anderem damit auch ziemlich aufgefallen, dass keine um ihn herum kreisen. Wohingegen bei Asta tonnenweise herumkreisen und er damit nur Probleme hat und er sogar gegen einen der Ordensführer dagegen stößt, nämlich an Yami, und da habe ich wirklich an Yu-Gi-Oh! Denken müssen. Auch wenn der Name nicht wirklich Kanon ist in Yu-Gi-Oh!, aber davon abgesehen. Und dem hat das gar nicht gefallen und Asta ist in ziemliche Probleme geraten. Und hätte die Prüfung nicht in dem Moment angefangen, hätte das wahrscheinlich sein Leben mal ordentlich verkürzt. Aya und Yami ist der neue Gott der Zerstörung im Black Clover. Und das hat mich wiederum an Dragon Ball erinnert. Mann, so viele Referenzen. Ob Yami wohl Beerus Konkurrenz machen kann? Bevor die Prüfung anfängt, lernen wir dann auch die verschiedenen Führer der Ritterorden kennen, die alle miteinander ziemliche eigene Gestalten sind. Wo ich mir von einigen ganz sicher bin, dass sie böse sind. Und natürlich der erste, der einem sofort auffallen wird, ist Jack the Ripper. Und der schaut auch ziemlich griesgrimmig dran, wobei ich jetzt mal sage, einfach mal für einen Twist glaube ich nicht, dass der wirklich böse sein wird. Er wird es wahrscheinlich sein, aber wenn die wirklich einen Twist einbauen wollen, dann wird das nicht sein. Das heißt zwar, Black Clover soll ziemlich 0815 sein, also denke ich erstmal nicht, aber wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall hier und jetzt mal, dass zumindest Jack the Ripper nicht böse sein wird. Wobei das irgendwie nicht zusammenpasst, aber ihr wisst, was ich meine.
hoffentlich. Als dann die Prüfung von dem, der dem König der Magier am nächsten steht und höchstwahrscheinlich seinen Platz nehmen wird, eröffnet wird, bekommen alle miteinander einen Besen und müssen auf diesem Besen fliegen können. Und alle miteinander schaffen es. Juno, natürlich wie wir im Opening schon angeteasert bekommen haben, extrem gut und er kann sogar darauf stehen. Wo ich persönlich enorme Angst hätte, dass ich runterfliege. In der Luft auf etwas zu balancieren, was zwar aus Holz besteht, aber trotzdem nicht gerade breit ist, nein danke. Natürlich bekommt Asta auch gar nicht gebacken und dahingehend geht dann doch meine Hoffnung flöten, dass seine Magie plötzlich doch entfalten wird. Und als das Ganze ebenfalls auch von den Ordenführern kommentiert wurde, macht sich Silver auf den Weg nach unten. Und da war mein Gedanke, okay, wird er jetzt hergehen und Asta irgendwie helfen? Aber das war absolut nicht der Fall. Er hat einfach nur mit seiner Schwester geredet, die er wahrscheinlich auch seine eigenen Runden haben möchte und sie deshalb nicht bei den Prüfungen teilnehmen darf. Und ich frage mich, ob das denn entweder die Freundin von Asta oder vielleicht eher von Juno wird. Denn Asta hat ja eigentlich schon Schwester Lily, auch wenn das in 1 Million Jahren nichts werden wird. Die magische Prüfung wird dann anschließend etwas gespeedet, damit man eben zum Highlight kommen kann, wo Asta beweist, was er wirklich drauf hat. Und da sehen wir eben einige Disziplinen vertreten, wovon Asta eben bei jeder einzelnen versagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als könnte sich Yami doch für Asta interessieren. Auf jeden Fall kommen wir dann eben schon wie angeteasert zum Highlight, wo zwei immer gegeneinander kämpfen müssen. Und da hat sich das bestätigt, was ich schon die ganze Folge über gedacht habe, dass mit Säcke etwas nicht stimmen kann, was ich in dem zwei Kampf auch dann herausstellt, denn der möchte einfach nur einem Orden beitreten, damit er einfach eine ruhige Kugel schieben kann und nichts mehr tun muss. Aber natürlich hat Asta ordentlich was dagegen und schafft es mit seinem Schwert, die magische Barriere von Säcke zu durchbrechen und ihn damit einfach nur episch fertig zu machen. Was jetzt, denke ich mal, nach dem Kampf in der zweiten Folge nichts Neues war, weil da konnte er ja auch einfach so einen Kettenmagier in die Knie zwingen und seine Magie sogar annullieren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das schafft er hier auch. Hier kann er sich nämlich durch die magische Barriere breche ohne Probleme und ihn einfach fertig machen. Na gut Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch noch gerne einen Daumen nach oben da, sowie einen Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.